Sind die laut? Warum müssen die eigentlich so laut sein? Komm hier runter. Geht doch. Danke, Lester. Du bist heute richtig nützlich. Ich weiß, ich bin etwas gehässig heute. Könnte allerdings etwas müde bin. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, Lester. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ein uraltes Bier, was vielleicht schon mehrere Jahre hier liegt. Boah, ich glaube, das ist nicht mehr gut. Ich sollte besser nicht anrühren. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Bewehe. Na gut, er hat diesmal nicht auf den Tisch dort vorne. Das freut mich. Und stirr. Genau, Lester, kümmere dich mal rum, wenn ich wie möglich als ausräume. Thronschlüssel, alte Bergfestung, ein rostiger Schlüssel, der zur Natur gehört. Woher weißt du das? Fackel, zwei Bier, die ich nicht trinken werde und ein Niedrig. Und Lester tötet irgendwo Harpien. Danke, Lester. Was ist das denn, ein Schalter? Interessant. Och nö, ich hatte vorhin schon genug von euch. Hässliche Skelette mit einem kalmischen Lächeln haben verdrehte Äxte und können nichts reißen. Ah, das reimt sich wie gar nicht. Das ist auch keine Pflicht. Das hier ist ein Let's Play und keine Musik. Ah, verdammt nochmal. Lass dich treffen. Ich habe Lust, den ganzen Tag mit dem Beschäftigen ein ständig ausweichendes Skelett zu herzujagen. Danke. Und was haben wir hier? Ein Bücherständer. Können wir sie lesen? Können wir altes Wissen durchkriegen? Ach nee, falsches Spiel. Kein Text, gar nichts, kein Kommentar. Noch nicht mal Erfahrung. Noch nicht mal ein klitzekleiner Text. Das ist verschenktes Potenzial, Branja Bytes. Gib uns Material. Wir lieben eure Geschichten. Zwei Maltrank und ein Heiltrank. Die nehme ich doch gerne mit. Und zwei Truhen. Hm, was haben wir hier denn? Hier Besitzurkunde drinne? Nein, Heiltränke. Die nehme ich doch gerne mit. In drei verschiedenen Geschmackssorten. Einmal extra Erdbeer, einmal extra extra Erdbeer und einmal total Erdbeer. Pur. Unversüßt, ohne Konservierungsstoffe. Und was haben wir hier? Das sieht mir ziemlich blau aus. Das werden Mana-Tränke sein. Auch in drei verschiedenen Geschmackssorten. Das ist Traubensaft. Genau. Oder ist das eher Preiselbeerensaft? Oder ist es Johannisbeersaft? Nein, es ist Johannisbeersaft. Pur, noch purer und am pursten. Gut. Dann wollen wir nochmal gucken. Ich glaube, wir müssen noch Harpien sein, oder? Nein? Gut. Stört mich nicht. Dann kann ich mich trotzdem mal meine Erdbeersäfte trinken. Njam, njam, njam. Und mal die Treppe hochbegeben. Und ich steige Stufe für Stufe hier hinauf, weil es ist ja auch so spannend und das ist hier ja so Brauch. Ach ja, die Fahrstuhlmusik oder so ähnlich, nicht? Okay, was haben wir hier denn? Ich weiß, da war eben links ein Durchgang, aber den spare ich mir noch, weil die hinten noch Harpien sind und die müssen sterben. Wenigstens sind mal keine über mir. Ach ja, wie schön die Welt doch ist. Gut, wir werden diese weitere etwas verwahrloste Bergfestung mit langen Spinnenweben ohne Spinnen und mit sehr viel Innengarnitur mal heimsuchen. Ich denke mal, hier wurde viel ausgeraubt. Wobei ich mich frage, warum sie das Bier nicht mitgenommen haben. Ich meine, Bier nimmt man doch mit für gewöhnlich. Da haben die Herzen hergebracht. Stufenaufstieg! Yippie-yay, Schweinebacke! Oh mein Gott, sind die Dinger laut. Okay. 200 Erz. Moment mal. Das hier war ein Burgfeste. Und das war noch zur Zeit, wo das Erz für den König gebraucht wurde. Warum wurde das Erz hier nicht rausgeschafft? Oder haben die Harpien jetzt hierher gebracht? Ich weiß es nicht, das gibt nicht viel Sinn. Und wenn die Minenarbeiter, die Schäflinge hier waren, das auszurauben, warum haben sie das Erz hier gelassen? Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Nun ist es ein Videospiel, der gibt nie alles hin. Und da kommt eine Harpy runter, die einfach einen Dötz möchte, weil sie über mir schwebt und nicht getroffen kann. Nun steht sie nicht mehr über mir. Manchmal, die nur mich umschwebt, wird mir getroffen, was nicht stimmt. Besitzurkunde. Berechtigung der Besitzer dazu, den Gebietsanspruch der Bergfestung geltend zu machen. 400 Pfund Gold. Immerhin. Und nochmal ein Johannisbeersaft. Gut. Und ich höre oben Flügel schlagen. Ja, schön, dass du da oben bist. Ich habe leider keinen... Doch, ich habe einen Bogen. Leider bin ich so unausgebildet, aber vielleicht... Wenn du ihn amüsierst, was du nicht tust, weil du dumm bist. Wie sieh oben diese Harpy an, ist euch so schwer. Moment mal. Ich speichere mal eben ab. Wo speichere ich jetzt mal ab? Ach ja. Kann ich hier etwa hin? Okay. Fehlanzeige! Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Es war nur so eine Idee. Eine Schnapsidee. Ach ja, der Ladebitch hier mit Gummis. Ja, wieder zurück. Ich hatte einen kleinen Fehler. Wieder mit dem Spielstand. Und zwar der schöne Fehler kurz 255. Irgendeine Sounddatei wegen einer Ork-Axt fehlt mir. Zweihand. Ich habe den Fehler schon was gelesen. Ich weiß nicht, wie ich ihn beseitigen soll. Manchmal habe ich Glück beim Spielstandladen, manchmal nicht. Ich habe noch kein System daraus erkennen können. Ich habe jetzt einfach, wie sagt man so schön? Ah! Du blödes Teil, du. Schreck mich einfach hier. So, was ich gerade sagen wollte, ich habe mir einen Fehler. Ich werde mich ihm heilen. Und irgendwie zufällig, ich habe gerade eben mit meinem PC geschimpft, wegen du lädst jetzt durch. Hat er zufällig gemacht. Ich weiß nicht warum, wieso, ich werde es nochmal speichern. Ich glaube, spielt dann bitte Mutti Eva Opfercock sein, aber es nützt mir ja nichts. Überspeichere ich mal Blub 2. Und wir werden uns nun einer Leiter zuwenden, die einen Bug hat. Und die kommt man nämlich nicht durch, weil ihr eine letzte Stufe fehlt. Ich weiß nicht, warum nicht niemand die Mühe gemacht hat, in der Modifikation und ähnliches, diese letzte Stufe zu, noch hinzuzufügen. Weil sie fehlt hier einfach, hier kann man nicht hoch. Das ist schade. Da oben ist noch mehr Raum. Ich meine, es ist nicht wichtig, um das so weit zu kommen, aber ich würde da ganz gerne einfach mal hin. Und ich weiß einfach nicht, wie man da oben noch hinkommen kann. Ohne zu cheaten. Ich möchte nicht cheaten. Das kann nicht Sinn des Spiels sein. Und da kann man da oben noch irgendwie hin. Ich glaube, da ist auch nicht mehr sehr viel. Aber ich wüsste es trotzdem sehr gerne. Egal, ich werde jetzt mal hier hochgehen. Da unten liegt der Fokusstein. Da komme ich so nicht dran. Aber ich habe etwas. Das nennt sich Telekinese. Hier, komm her. Jawohl. Das bewegt sich in meine Richtung. Muss ich erstmal fallen. So, jetzt müsste da unten irgendwo liegen. Für mich erreichbar. Umfattet irgendein Dings rum. Hab hier, interessiert mich nicht. Ich gehe die Leiter hier runter. Tue das auch, wenn nichts passiert. Und ich schaue auf die Uhr. Gut. Plops. Und wir werden nun Lester sein Urkönchen bringen. Aha, der Fokusstein. Wunderbar. Lester. Lester. Du bist doch nicht etwa... Nein, oder? Nein, diesmal ist er nicht auf dem Tisch. Lester. 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 Hier war er vorher noch mit. Lester. Lester. Wo bist du? Lester? Lester?
Ja, was machst du da unten denn? Ach du liebes bisschen. Du musst in den vielen Leuladen gelegen haben. Ich wüsste gerne mal, was besitze ich eigentlich? Nein. Ich frage mich, warum man einen Fehler wegen einer Zweihand-Ork-Axt anzeigt, obwohl ich keine Zweihand-Ork-Axt besitze. So, da ist Lester. Da kommt auf mich zu. Erwache! Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Nicht nötig. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten